Ich zeige dir in diesem Video, wie du aus so einem Pad so ein Pad machen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Die Technik, die ich dir gleich zeige, kannst du aber in jeder anderen DAW genauso nachmachen. Schauen wir uns gleich nochmal Beispiel Nummer 1 an und dann erkläre ich dir, wie ich das gemacht habe. Du siehst also hier ein Flächenpad, das nur auf alle Viertel spielt und nochmal, es klingt so. Ja, und so weiter. Hier drunter habe ich ein Beat gelegt, das ist einfach ein Logic Loop. Und um dieses Pad jetzt stuttern zu lassen oder um es zu gaten, brauchen wir ein richtig neues Gate. Und das laden wir uns jetzt hier direkt in den Kanalzug. Und zwar da, wo das Pad drin ist. Ja? Hier lade ich mir das neues Gate rein. Ich nehme direkt das von Logic. Du nimmst dir einfach eins von deiner DAW. Und jetzt können wir diese Pad-Spur gaten. Wir brauchen jetzt allerdings einen Trigger. Also um es rhythmisch klingen zu lassen, brauche ich irgendeinen Trigger, damit das Gate weiß, wann es auf und zu machen soll. Und dann nehmen wir uns jetzt ganz einfach den Beat hier unten. Ja? Das heißt, wir müssen dieses neues Gate jetzt sidechainen. In Logic geht das relativ einfach, weil ich kann das hier direkt im Plugin machen. In anderen DAWs musst du das über einen Aux-Wake machen. Ich nehme hier gleich mein Beat, das ist Audio 1. Und das bedeutet jetzt, diese Spur, wo das Pad drauf liegt, oder das Gate, das in dieser Spur jetzt hängt, wo das Pad ist, wird getriggert, nicht von dem Pad, sondern von dem Beat. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist dem Noise Gate zu sagen, wann es auf, wann es zumachen soll und wie schnell es auf- und zumachen soll. Wichtig sind hier Threshold und Reduction. Und hier kann ich Feineinstellungen vornehmen. Ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr in technischen Details verheddern, weil es ist relativ langweilig. Verlass dich ein bisschen auf deine Intuition. Ich fange erstmal an mit Threshold und Reduction so einzustellen, dass ich zumindest mal was höre oder dass ich so in ungefähr höre, wie ich es haben möchte. Und dann kommt Attack, Hold and Release zur Feineinstellung. Legen wir mal los, ob wir schon was hören und dann fange ich an. Noch nichts jetzt. Geht los. War's schon, okay? Und du musst jetzt hier so ein bisschen rumspielen mit Attack, Hold und Release. Du hörst also, wenn ich Attack und Release, wenn ich das länger mache, dann sind auch die abgehackten Parts länger. Wenn ich es kürzer mache, dann stottern sie sehr, klingen sehr abgehackt. Damit musst du einfach so ein bisschen rumprobieren, wie dir es am besten gefällt. Probieren wir das Ganze jetzt nochmal an einem anderen Beispiel. Und zwar habe ich hier nur zwei einfache Basstöne, oder ich mute erstmal zwei einfache Basstöne eingespielt. Okay, soweit nichts Besonderes, zwei einfache MIDI-Töne. Ich möchte jetzt aber nicht diese Töne über einen Beat triggern, sondern ich möchte den Rhythmus selbst bestimmen. Das heißt, ich möchte den Rhythmus selbst eingeben. Und dazu habe ich mir jetzt hier ein Drumkit geladen. Und das kann ich hier auch direkt anspielen im Piano Roll. Das heißt, wir zeichnen uns jetzt mal eine leere MIDI-Region erst ein. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier dieses Drumkit anspielen. Mich interessiert jetzt hauptsächlich die Kick. Weil damit möchte ich meinen Trigger bauen. Okay, wichtig ist, dass die Kick relativ viel Attack hat, dann funktioniert es besser nachher mit dem Gaten. Was ich jetzt mache, ist, ich zeichne den Rhythmus ein, mit dem ich will oder von dem ich will, dass er diese zwei Töne hier zerhackt. Ich mache das sehr gerne mit dem Brush Tool oder das Pinselwerkzeug zu Deutsch. Damit kann man nämlich in Logic speziell jetzt sehr schnell Notenwerte einzeichnen. Ich gehe also hier auf Pinselwerkzeug, fangen wir mal an mit einer 16. Note. Ich mache mal jetzt 4 16. Dann machen wir schneller, machen wir 32. Dann noch ein bisschen schneller machen wir 64.
Und zum Schluss nochmal 16. Sehr schön. Das ist jetzt also der Rhythmus, in dem ich möchte, dass die Töne hier gegatet werden oder getriggert werden. Hören wir uns mal mein Kunstwerk hier an. Okay, in diesem Rhythmus möchte ich, dass getriggert wird. Ich mache jetzt diese Noten, ich weiß das aus Erfahrung, ein kleines bisschen kürzer, die MIDI-Events. Auch hier kannst du schon so ein bisschen mitbestimmen, ob es kürzer erklingen soll oder länger. Da musst du ein bisschen rumspielen, siehst du gleich beim Noise Gate. Das ist jetzt also mein Trigger. Ich möchte jetzt aber nicht, dass diese Bassdrum erklingt. Ich möchte mit dieser Bassdrum-Figur hier nur das Gate triggern. Und deswegen baue ich mir einen sogenannten Ghost-Trigger. Und dazu gehen wir hier in den Mixer. Und ich habe jetzt hier mein Blue Ridge Drum Kit. Und ich route das jetzt auf einen freien Bus. Ganz einfach. Wir nehmen Bus 1, der ist frei. Das heißt, das Drumkit kommt jetzt hier auf Bus 2 raus, ja, auf Bus 1. Ich möchte aber nicht, dass mein Drumkit erklingt und deswegen mache ich hier beim Stereoausgang einfach ohne. So, damit habe ich meinen Ghost Trigger jetzt erzeugt. Das heißt, wenn ich es jetzt laufen lasse, siehst du zwar, dass das Blue Ridge Kit hier spielt, du hörst aber nichts, weil es keinen Ausgang hat. Okay, wir wollen ja die Bassdrum nicht hören. Jetzt gehst du genauso vor wie bei Beispiel 1. Das heißt also, wir gehen in die Melodiespur und laden hier unser neues Gate rein. Immer in die Spur reinladen, die du gaten oder stottern lassen möchtest. Die müssen wir jetzt wieder sidechainen und zwar mit unserem Blue Ridge Kit. Das ist auf Bus 1 auf unserem Ghost Trigger. Jetzt wird also diese Melodie, diese beiden Töne, werden getriggert vom Rhythmus, oder das Gate, besser gesagt, wird getriggert vom Rhythmus, den ich mit der Bassdrum jetzt gerade eingezeichnet habe. Ich gehe also wieder gleich vor, ich fange an mit Threshold und Reduction, bis ich das gewünschte Ergebnis höre und mache dann über Tag, Hold und Release meine Feineinstellungen. Geht los. Und das war's schon. Das klingt gut. Das kannst du jetzt natürlich auch hier einfach, wir können es hier einfach weiter kopieren, können mal den Beat dazu laufen lassen. Und so weiter. Also auch hier schnelles Ergebnis mit dem Noise Gate. Übrigens, um natürlich solche Sachen machen zu können, musst du die Instrumente auch erstmal aufnehmen. Und wenn du dir noch unsicher bist, dabei Instrumente aufzunehmen, zu mikrofonieren, wie funktioniert das überhaupt, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir mein komplettes System, wie ich sicherstelle, dass am Recording-Tag auch wirklich nichts schief geht. Also in 7 Schritten zur perfekten Aufnahme habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Und jetzt interessiert mich natürlich wie immer deine Meinung. Hast du diesen Trick gekannt? Hast du mit Sidechaining Sachen schon gearbeitet? Hast du schon Pads gegatet? Das würde mich sehr interessieren. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Falls du dich für Sidechaining-Techniken interessierst, dann empfehle ich dir auch unbedingt dieses Video hier. Da habe ich dir das ganz genau erklärt und zeige dir auch verschiedene Sidechaining-Tricks. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Schick dir wie immer viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.